Okay, gucken wir mal rein. Benutzen. Ding. Hallo du, grüner Goblin. Grauer. App. Warum bist du hier schon wieder? Ich bin auf einer Durchreise. Aber eine gute Reise dann. Stimmt, wir hatten ja schon einmal Hallo gesagt. Und du musst das Tor von hier aufmachen. Okay, nochmal. Könntest du das Tor bitte öffnen? Ja, dankeschön. Na komm, lass uns auch durch, nachdem du das Tor aufgemacht hast. So. Drängel, Drängel, Drängel. Sieht verdächtig aus wie bei den anderen Goblins, oder? Na, nicht ganz. Das hier sieht aber verdächtig aus. Gucken. Ja, du siehst eine Geheimtür. Geheimtür ist abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Und wahrscheinlich würde es eh nicht besonders gut ankommen, wenn wir einfach so Geheimtüren hier öffnen würden, ha? Huh? Oh. Eine Schriftrolle. Und wir können Fußstapfen hören. Ich würde schon gerne wissen, was auf der Schriftrolle drauf ist. Also stellen wir uns mal hier in die Ecke. Und nehmen ganz kurz mal die Schriftrolle mit. Gucken. Du liest die Schriftrolle. Die leichtgläubigen Goblins haben mir das Werkzeug gegeben, was ich brauchte. Heute Nacht werde ich meine Flucht ermöglichen. Bragget. Das war der Typ, mit dem wir gesprochen haben. Der meinte ja irgendwas von der Stange, mit der er den Knopf gedrückt hat. Ja, ist alles gut, wir haben nichts mitgenommen. Ist alles gut. Der hält uns ganz schön im Auge, kann das sein? Ja, wir müssen bei den Jungs ja echt vorsichtig sein. Wenn die diesen Bragget einfach so in eine Zelle gesperrt haben, vielleicht dann uns auch. Was haben wir hier? Eine Schlafkammer. Ketscherwall, Ketscherwall. Habe ich den Namen nicht aufgeschrieben gehabt? Nee. Vernix war der grüne König. Lautisch Oaf. Oaf ist ein Ochse. Also er beleidigt uns schon mal zur Begrüßung. Was bringt dich hierher, ohne die Zustimmung meiner Frau? Entschuldigung. Suchen wir erst die Frau. Das war wohl denn doch der graue König. Ja, nicht runterspringen. Was ist hier? Fernbleiben. Gut, du bist nicht zufällig die Frau. Nö. Aber wir können tauschen. Du hast, was ist das da? Leggings. Wir bieten eine Axt und hätten gerne die Leggings. Jo, sehr schön. Endlich. Wir brauchen echt viel mehr Rüstung. Bye bye. Sehr schön. Oh. Lass uns bitte hier vorbei. Und was mit dir? Bist du die Frau? Nein, aber er kann ebenfalls tauschen. Ist das Gold? 5 Goldmünzen. Haben wir irgendwas, was 5 Goldmünzen wert ist? Und was wir nicht brauchen? Das Schild ist bestimmt mehr wert. So eine Schlinge? Nö. Können wir irgendwie weniger nehmen als 5? Oder wir hauen noch die Steine oben drauf. 9 Stück. Und er hat keine Lust mehr weiter zu handeln. Hat er gerade gesagt. 99. So. Ja, also. Alle mitnehmen. Und in. Nee. Ja, erstmal Tschüss sagen, sonst wird er noch grumpig.
Da waren die Münzen drin, ne? Genau. 8 Stück. Da rein. Und weiter nach der Frau gucken. Ist ganz schön verwinkelt hier. Goblin tauschen. Essen, Helm, Schild. Nö, danke. Tschüss. Tschüss. Und wir sollten die Karte mal jetzt angucken. Da sind wir. Da war der... War da der König? Ich glaube, ja. Grau-König. Da müsste seine Frau doch irgendwo in der Nähe sein. Das macht nur Sinn. Na gut, gucken wir uns erstmal zu Ende um. Ja, da ist ein tiefer Schacht. Nein, aha, X ist, ne? Nach hinten, nicht S. Warum hast du einen tiefen Schacht hier? Okay, hier ist definitiv eine Sackgasse. Also gehen wir jetzt wieder Richtung Norden. Wer bist du? Rittichall. Ja, was wünschst du, Mensch? Ich wünsche, mit deinem Ehemann zu sprechen. Und warum? Ich möchte ihn kongratulieren, also glückwünschen bei seinem Geschmack, was die Brautwahl angeht. Ich bringe eine wichtige Nachricht von den grünen Goblins. Ich möchte nur mit ihm schnacken. Und ich habe eine wichtige Information für ihn. Wir haben keine wichtige Nachricht. Also die grünen Goblins wollen den Grauen höchstens sagen, wie doof sie sind. Das ist nicht unbedingt eine wichtige Nachricht. Schmeicheln wir uns erstmal ein. Das haben wir den grünen Goblins ja gelernt. Vielleicht klappt das hier auch. Nun gut, du kannst mit ihm sprechen. Er ist ein beschäftigter Mann, also übertreib es nicht. Vielen Dank. So, jetzt können wir also wieder... Warum ist da so ein Tentakelding im Wasser? Die grauen Goblins sind echt komisch. Aber gut, in die Richtung müsste das gewesen sein. Du stehst genau im Weg. Okay, ich schubse dich die ganze Strecke weiter, das ist mir egal. So. Das war Keep Out. Nee, da müssen wir nicht hin. Wieder hier hin zurück. Rechts rum. Ich glaube, hier sind wir irgendwie falsch. Genau, hier ist das Loch. Karte. Yeah. Okay. Wir müssen gleich nach Osten und dann einfach an der Wand lang zu unserer Linken. Also Osten, Wand zu unserer Linken. Das Ding da wohl ignorieren. Weiter linke Wand, weiter linke Wand. Und hier ist das Kämmerlein. Genau. Hallo, König. Und du heißt Ketcher. Ketcher, weil, wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Grau gleich Ketcherwall. Ich bin auf einer Queste. Oder ich bin Gerugon und ich wünsche, mit dir zu sprechen. Nehmen wir mal das Erste. Ich habe noch nie von dir gehört. Bist du ein Freund von Vernix? Das wäre der grüne König. Nein, bin ich nicht. Na gut. Hast du mit ihm gesprochen? Also er mag auf keinen Fall die grünen Goblins, das ist klar. Deswegen war das schon mal eine... warte mal. Bist du ein Freund von Vernix? Nein. Hast du mit ihm gesprochen? Könnte ich ja sagen. Aber es könnte komisch ankommen. Also sagt immer nein, sollte ich? Nein, nein, das brauchst du nicht. Er ist eine absolute Verschwendung von Zeit. Es ist gut, dass du zuerst zu mir gekommen bist. Okay. Was für ein Glück für mich. Kannst du mir etwas sagen über ein Mädchen, das von einem Troll gekidnappt wurde? Ich weiß von keinem Mädchen. Ich habe meine eigenen Probleme. Die da wären?
Meine Gegner sind Legionen. Selbst die Untiere hier sind ärgerlich. Eine große weibliche Spinne, bekannt als Nafre Nachtauge, bedroht mein Volk. Und sie ist nicht mein einziges Problem, auch wenn sie schon allein genug wäre. Ihr Netz ist so stark wie Eisen und es brennt nicht. Ein Goblin, der drin gefangen, wird dort stehen, bis er stirbt. Vielleicht kann ich helfen? Sei kein Trottel. Niemand kann die Nafrey umbringen. Okay, also wenn wir die umbringen würden, hätten wir bei dem einen Stein im Brett. Aber jetzt fragt er uns, was wir überhaupt hier wollen. Eigentlich wollen wir die Mantras wissen, die wir für die Angst brauchen und wo genau er sich aufhält, Dank. Aber fragen wir über Kabirus. Ein menschlicher Trottel namens Kabirus hat viele von unseren Leuten überzeugt, hier eine Kolonie zu gründen. Als seine Träume sich in Rauch auflösten, hat er sich selber umgebracht, dadurch, dass er Gift genommen hat. Oh. Wenn das stimmt, dann wäre der ganze Disput zwischen Grün und Grau nicht so wirklich notwendig. Das ist tragisch. Ja, es ist nicht fair. Aber wir müssen durchhalten. War da noch etwas? Nein, danke. Okay. Und nicht so wirklich aufschlussreich. Oh, für den Pentakel ging weg. Also ja, das mit dem Gift könnte hilfreich sein, wenn die Grünen das überhaupt hören wollen. Weil ich denke mal, wenn wir den Grünen jetzt sagen, das waren gar nicht die Grauen, er hat Gift genommen, dann werden sie Beweise haben wollen. Und dafür haben wir keine. Und wenn wir ihm sagen, woher wir die Informationen haben, dann werden sie nicht gerade sehr gut darauf reagieren. Also ja, das bringt uns nicht so viel. Das mit der Spinne ist dann eh schon hilfreicher. Wenn wir die nämlich umbringen, kriegen wir bestimmt irgendwas. Also von den grauen Goblins hier. War das der Ausgang oder die Gefängniszelle? Der Ausgang, okay. Na komm schon, mach Platz. So. Karte. Wir sind hier oben. Da ist der graue Bereich. Da ist noch nicht alles aufgedeckt. Da auch noch nicht und der ganze Bereich auch noch nicht. Und hier könnten wir später auch noch überspringen. Also ja, wir haben noch sehr viel hier zu tun, bevor wir später in die zweite Etage runtergehen. So nördlich. Hier rum. Bewegen wir ein Spinnennetz sehen, sollten wir sehr vorsichtig. Was zur Hölle ist das? Achso. Ein eingestürzter Gang. Aber ja, bei dem Spinnennetz sollten wir sehr vorsichtig sein. Denn ich denke mal, die sollen wir doch nicht unbedingt umbringen. Weil wenn eine normale Fledermaus uns schon fast umbringen kann, dann will ich nicht wissen, was so eine große Mutterspinne anrichtet. Oh, Essen. Du kannst gleich mal gegessen werden. Oder auch nicht. Aufheben. So. Das sieht irgendwie ein bisschen natürlicher aus als... Oh, Spinne. Weg. Okay, es war definitiv kein Netz da. Aber wir sind wohl doch irgendwie in ihren Bereich gekommen. Und wow. Okay. Vor und zurück. Vor und zurück. Wir haben noch keinen getroffen. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, unten pieksen. Auch nicht viel besser. Au, doch. Komm. Nicht vergiften. Boah, ich hält aber gut was aus. Warum sind die Augen rot geworden? Also ich habe die jetzt schon mal orange gesehen, jetzt rot. Ich glaube auch schon mal grün. Okay. Das war jetzt aber nicht die Mama-Spinne, oder?